Der Spiegel ist natürlich schon lange kein Nachrichtenmagazin mehr, das wissen wir. Fall Klaas Relotius mit seinen erfundenen Artikeln, die er im Spiegel veröffentlichen durfte. Dieser Skandal war ja 2018 und man hat ja dort jetzt Besserungen damals versprochen, man würde die Artikel jetzt besser prüfen. Nein, letztes Jahr kam, also 2022, kam dann ein weiterer Artikel über ein Mädchen namens Maria aus Syrien. Ich sag mal kurz hier, um was es geht. Und zwar zitiere ich jetzt die Neue Züricher Zeitung vom 31.12.2022. Und da steht: Der Spiegel muss seine Berichterstattung über illegale Migranten zurückziehen. Ein Mädchen aus Syrien sei an der EU-Außengrenze gestorben, schrieb das Magazin. Nun hat der Spiegel schwere Fehler eingeräumt. Die Redaktion hatte schon einmal erfundene Artikel über Flüchtlinge publiziert. Das ist vielleicht kein Zufall. Und ich schreibe auch, der Spiegel wird in Deutschland reflexhaft als Nachrichtenmagazin bezeichnet. Das finde ich auch sehr schön. Reflexhaft ist, der Spiegel lebt halt noch von seinem Ruf. Heutzutage ist es einfach ja, ist nicht mehr als ein Boulevardblatt. Ich finde, wer den Spiegel als Lügenpresse bezeichnet, liegt mittlerweile gar nicht falsch. Denn Relotius, ja, könnte man als Ausnahme bezeichnen oder als Einzelfall. Aber jetzt haben wir den zweiten Fall. Da wird auch gar nicht geschrieben, wer das geschrieben hat. Vielleicht ist Relotius zurück beim Spiegel. Ich finde es schön, dass die Neue Züricher Zeitung darüber berichtet. Ich denke, wahrscheinlich gibt es da doch noch den einen oder anderen echten Journalisten. Und diese Leute, denke ich, haben vom Spiegel den Kanal voll. Heute ist Freitag, der 13.2023, Januar. Und ich wünsche ein schönes Wochenende. Ciao.